Am Rande von Brüchau in der Altmark. Die Abfälle hier sind nicht zu sehen. Scheinbar idyllisch schimmert der sogenannte Silbersee. Ein 10 Meter tiefes, hochgiftiges Überbleibsel aus DDR-Zeiten. Es ist Oktober und die Menschen aus Brüchau und Umgebung kämpfen wieder gegen diese Grube. Sie dulden keinen Giftmüll in Brüchau. Auf was warten wir eigentlich noch? Es führt keinen Weg drumherum. Diese kleinen Kinder wollen ja auch noch 80 Jahre hier auf dieser Welt leben. Und daran müssen wir denken. Und es ist die größte Protestaktion, die es bisher gegeben hat. Hunderte Anwohner, Bauern und auch Politiker sind gekommen. Für sie alle steht fest, die Grube muss weg. Ja, der See muss weg, weil es ja offensichtlich ist, wie giftig der ist. Und gestern hätte er weggemusst. Wir leben schon sehr lange hier, ich mein ganzes Leben lang. Und wir haben mit dieser Grube gelebt, aber wir wussten nie richtig, was darin ist. Und dass das jetzt ans Licht kommt, ist für uns ganz wichtig. Das sind Altlasten, die hier weg müssen. Ich bin selbst Apothekerin, weiß um die Gefährlichkeit dieser Stoffe, die hier lagern. Und es ist unverantwortlich, wie hier ja, das in der Landschaft gelassen wird. Das muss einfach weg. Doch einfach weg ist hier eben nicht einfach möglich. Unter der Wasseroberfläche liegen seit über 20 Jahren giftige Industrieabfälle. In der Grube sollen bis zu 1000 Tonnen Quecksilber, Säuren, Arsen und radioaktive Stoffe lagern. Viele davon sind krebserregend und es kommt noch schlimmer. Experten sagen, die Grube ist nicht dicht. Im Grundwasser wurden vor Jahren sogar schon giftige Stoffe nachgewiesen. Doch passiert ist bislang nichts. Es ist eine Altlast, also ist das Land zuständig. Die Brüchauer fühlen sich aber von der Politik alleingelassen. Seit mehr als 2 Jahren kämpft eine Bürgerinitiative dafür, dass die Grube ausgehoben wird. Sie wollen sich nicht damit abfinden, dass der See nur eine Art Deckel bekommt. Das war ein Vorschlag aus einem Gutachten. Das Abdecken ist deswegen nicht die Lösung, weil die Grube nicht dicht ist. Und das ist hundertfach belegt und nachgewiesen. Abgedeckt werden kann nur dann, wenn die Grube wirklich dicht ist. So, und sie ist nicht dicht. Folglich kann nicht abgedeckt werden. Demnächst wollen die Brüchauer deshalb die Landesregierung zur Rede stellen. Die Menschen erwarten endlich Klarheit über die unsichtbare, aber gefährliche Hinterlassenschaft. Der giftige Silbersee in Brüchau bekommt zunehmend politische Dimensionen. Ende Oktober befasst sich auf Antrag der AfD der Magdeburger Landtag mit der Giftgrube in der Altmark. Im Publikum sitzen auch Vertreter der Bürgerinitiative und Anwohner. Sie erwarten endlich eine Entscheidung von der Politik. Quecksilber, Radium, Radon, Arsen wurden mehrere Jahre und Jahrzehnte lang in eine matschige Kuhle gekippt. Es folgt eine lange Debatte. Eine Entscheidung gibt es aber wieder nicht. Die Landesregierung, also CDU, SPD und Grüne, einigen sich lediglich darauf, dass der Betreiber die Grube noch einmal genau untersuchen muss. Das bedeutet, es wird wieder nur ein neues Gutachten geben. Bei der Bürgerinitiative sorgt das für Unverständnis. Den Inhalt dieser Grube können Sie nur dadurch feststellen, dass Sie den herausholen. Anders können Sie das gar nicht feststellen. Andersfalls können Sie nur irgendwelche Stichproben wieder machen, die überhaupt kein umfassendes Bild ergeben. Insofern ist es eine widersprüchliche Position in sich, dass gesagt wird, erst müssen wir mal schauen, was da drin ist. Und dann können wir entscheiden, was damit passiert. Ja, wir können nur erfahren, was da drin ist, wenn wir das Zeug rausholen und es angucken. Das ist allerdings nur möglich, wenn die Grube komplett ausgehoben wird. Eine Entscheidung darüber ist aber noch lange nicht in Sicht. Denn das Land muss abwägen.
Das Abdecken kostet 4 Millionen Euro. Das Ausheben 20 Millionen Euro. Für die Menschen in Brüchau stehen die Kosten nicht im Vordergrund. Ihnen geht es um ihre Gesundheit. Jürgen Bammel hat 2014 seine Frau durch Brustkrebs verloren. Sie starb im Alter von 61 Jahren. Dass der Giftmüll sie krank gemacht hat, ist seine Vermutung. Beweisen kann man das nicht. Fest steht eins, dass die Krebsrate in Brüchow im Landesdurchschnitt doppelt so hoch ist wie normal. Und ich weiß auch, dass sehr viele junge Leute auch in Kagerbeck an Krebs erkrankt und gestorben sind. Und man schon vor 20 Jahren gesagt hat, dass es mit der Deponie zusammenhängt hier oben. Aber man hat ja, man hört ja nicht auf die Bürger. Und also ich denke schon, dass es da einen Zusammenhang gibt. Da gibt es einen Zusammenhang. Dass die Krebsrate so hoch ist, haben die Bürger auf eigene Faust recherchiert. Die Behörden überprüfen die Zahlen nun und erfassen alle Erkrankungen der vergangenen 10 Jahre. Ein Ergebnis steht noch aus. Genau wie das Gutachten zum Inhalt der Grube. Ja, man muss sich aber schon wundern, warum es so lange dauert. Ja. Wenn wir jetzt in letzter Zeit gelesen haben von der Verschmutzung der Ehle, von einem ehemaligen Chemiewerk, ja, und dort werden Bodenproben genommen, so stand es in der Zeitung, und da hat man das Ergebnis in 14 Tagen. Und hier soll es 2 Jahre dauern. Das kann man irgendwo nicht nachvollziehen, oder? Es scheint, der Giftmüll bleibt auf unbestimmte Zeit in Brüchau liegen. Es ist Ende Februar und in Brüchau heißt es immer noch, still ruht der See. Seit Monaten laufen unsere Recherchen, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Vor der Kamera will niemand mit uns reden. Alle Verantwortlichen erklären sich aber bereit, unsere Fragen schriftlich zu beantworten. Sowohl die Behörden als auch die Betreiber der Grube, die Firma Engie. Engie unterstützt ausdrücklich den nachhaltigen und sicheren Rückbau der Obertagedeponie Brüchau. Unser Schwerpunkt liegt nun auf der Durchführung der genehmigten weiteren Untersuchungen der Deponie. Ob die Grube in Brüchau am Ende abgedeckt oder ausgehoben wird, liegt in der Entscheidung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen. Eine untergeordnete Behörde des Wirtschaftsministeriums. Die Landesregierung nimmt dieses Thema und auch die Sorgen der Menschen vor Ort sehr ernst. Nach den gegenwärtig vorliegenden behördlichen Erkenntnissen, die sich unter anderem aus dem jahrelangen Umweltmonitoring ergeben, gehen von der Anlage keine Gefahren für Mensch und Umwelt aus. Keine Gefahr. Warum dann aber ein neues Gutachten? Widersprüchliche Aussagen also zur Zukunft der Grube. In Brüchau treffen wir uns noch einmal mit Christfried Lenz von der Bürgerinitiative. Aber was ist das für Sie immer für ein Gefühl, hier zu sein? Naja, es macht natürlich ein Problemgefühl. Es ist hier, die Welt ist hier nicht in Ordnung an dieser Stelle. Und ich möchte dabei mitwirken, dass sie in Ordnung gebracht wird. Die Welt in Brüchau in Ordnung zu bringen, wird allerdings noch dauern. Denn wir haben in der Zwischenzeit erfahren, dass sich vor 2020 nichts ändern wird. Die Giftgrube bleibt also noch.